Come on! Danke, Junge! Hey! Okay, ja, hallo. Johnny. Männer, nochmal einmal mehr. Riesenrespekt vor eurer Leistung, Riesenrespekt vor eurer Mentalität. Ja, ich weiß, ihr alle seid hier oben. Ja, und auch bei mir heute war es so ein Tag. Ja, ich wusste, dass es sehr eng wird heute, weil es eine gute Mannschaft war. Einfach klasse, auch wenn wir zum Schluss zittern mussten. Ich sage nichts Negatives, sondern einfach toll, dass wir hier 3-2 gewonnen haben. Jungs, ich habe euch was zu sagen. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Beziehung, eine ganz enge Beziehung. Das ist für mich eine wahnsinnige Freude, mit euch arbeiten zu können. Ihr habt eine Mentalität, die ich so noch nie gesehen habe. Aber ich bin auch irgendwann mal, ja, wie soll ich sagen, am Ende. Es ist mir einfach jetzt wichtig, dass es von mir erfahrt. Was ist der FC Bayern? Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist Mythos. Faszination. Sehr, sehr starke Persönlichkeiten. Legenden. Und natürlich ist der FC Bayern selbst auch eine Legende. Im Moment eine sehr einsame Legende. Die Essenz von allem fehlt, die Fans. Der Unterschied zu anderen Vereinen ist, dass der FC Bayern München von ehemaligen Spielern geführt wird. Franz Beckenbauer gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge, super erfolgreich. Uli Hoeneß hat ja praktisch den FC Bayern München erfunden. Und das führt dann eben dazu, dass das für uns eine Herzensangelegenheit ist. Und das nehmen wir dann manchmal auch zu persönlich. Klar gibt es dann auch mal Zirkus und Stress, aber du tust alles, dass diese Mannschaft, dieser Club erfolgreich ist und bleibt. Zu einer richtigen Familie gehört der Streit. Und dann Lösungen zu finden, das ist ein Synonym für den Familiengedanken beim FC Bayern. Der FC Bayern war ein Traum, klar, auch für mich. Ja, und manchmal wurde dieser Traum zum Albtraum. Die Brutalität eines Finals, was man in den letzten Minuten verliert. Da fragt man sich schon, hey, ist der Fußballgott ein bisschen auch ein Sadist? Wenn es gut läuft, ist es leicht, sich zu zeigen. Wenn es hart auf hart kommt, dann muss man da sein. Und das ist das, was den FC Bayern immer ausgezeichnet hat. Und das, glaube ich, ist diese unheimliche Stärke, wo andere an Niederlagen zerbrechen, der FC Bayern noch stärker wird dadurch. Das gibt's doch nicht, Robin!
das Verrückte daran ist ja, bei all diesen Erfolgen der Vergangenheit, bei all diesen Legenden auch, kann diese Mannschaft jetzt nochmal am erfolgreichsten sein. Wenn die Jungs in Doha gewinnen, dann haben die erfolgreichste Saison aller Zeiten gespielt. Und das ist Wahnsinn. Aber bei aller Professionalität und was alles zum Fußball heute dazugehört, das Wichtigste ist, dass die Jungs einfach locker bleiben.